Die Welt ist in Schieflage geraten. Das machte Sebastian Frankenberger gestern in Sonthofen deutlich. Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen der ersten und der dritten Welt werde immer größer. Eine Initiative gegen diese Entwicklung, der Global Marshall Plan. Um ihn zu verstehen, sollte man vielleicht den Marshallplan verstehen. Das war ja nach 1945 die Aufbauhilfe für Deutschland, die uns die Amerikaner zukommen lassen haben. Und jetzt sagt eigentlich diese Initiative, die sich schon im 20. Jahrhundert gegründet hat, wir brauchen dringend gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Länder auf der Welt, eben auch für dritte Weltländer. Und der Global Marshallplan ist eine weltweite Initiative, und die mit ganz konkreten Vorschlägen vorgeht. Konkrete Vorschläge sind also da, um eine gerechtere Welt zu errichten. Der Haken an der Sache ist aber ein altbekannter. Es geht um Geld. Der Global Marshall Plan hat ein sehr genaues Konzept vorgelegt, wie ist es finanziell umsetzbar. Man hat gesagt, man bräuchte 120 Milliarden US-Dollar zusätzlich pro Jahr für Entwicklungshilfe, um gewisse Ziele zu erreichen. Das sind die 10 Millenniumsziele. Und ich glaube, diese Zahl 120 Milliarden US-Dollar pro Jahr, die haben alle abgeschreckt. Wenn man sich jetzt in letzter Zeit die Bankenkrise angeschaut hat, ich glaube, dann was sind denn schon 120 Milliarden, wenn es mal schnell darum geht, eine Bank oder einen Staat wie Griechenland zu retten. Unter anderem mit einer Kerosinsteuer oder einer Umsatzsteuer auf Finanzgeschäfte sollen die Pläne realisiert werden. Teil dieser Pläne ist es, die sogenannten Millennium-Ziele der UNO aus dem Jahr 2000 zu verwirklichen, eigentlich bis zum Jahr 2015. Die Realität sehe aber anders aus. Das waren Ziele, die Kindersterblichkeit halbieren, die Bildungschancen verbessern, die Armut der Weltbevölkerung, die mit einem Dollar am Tag leben muss, um ein Drittel senken. Und solche Ziele, die werden alle nicht erreicht werden bis 2015, weil der Plan hätte ja eigentlich vorgesehen, dass ab dem Jahr 2000 angefangen wird, diese Ziele zu erreichen. Und momentan hat man so gut wie gar nichts umgesetzt. Damit die Umsetzung besser funktioniert, müsse als erstes ein Umdenken stattfinden. Jeder Einzelne stehe in der Verantwortung und müsse von sich aus handeln. Wir müssen bei uns anfangen, ob es bei der Kernenergie aktuell gerade ist, wo man sagt, wechseln wir doch zu erneuerbaren Energien, oder ob es im ist, wir setzen auf fair gehandelte Produkte. Wir versuchen als Stadt soziale Mindeststandards einzuhalten. Wir kaufen nicht den Granit aus China, wo Kinderarbeit eingesetzt wird, oder aus Indien, sondern wir kaufen heimischen Granit oder machen schon die Ausschreibung so, dass das funktioniert. Also immer zu versuchen, global zu denken, aber lokal zu handeln. Nachdenken, zupacken und weitergeben. Das war die zentrale Botschaft des Vortrags.